Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Koop-Modus vom Kebab-Simulator mit dem Woody. Hallo. So, ich sperre mich natürlich wieder im Laden ein, statt die Tür nach draußen zu nehmen. Nimm die Kiste mit. Habe ich ausnahmsweise in der Hand. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe sie dabei. Ja? Mhm. Nicht schlecht. So, einmal Zwiebel schneiden, die brauchen wir nämlich jetzt. Kommt auf das Ding mit drauf. So, dann rote Paprika und Petersilie in Scheiben. Das, was ich immer vergesse. Aber wie viele Petersilie in Scheiben? Eine nur, ne? Ja. Gut. Ja, dann hast du alles da soweit fertig liegen. Dann machen wir das. So, beiseite hier. Platz. Ballestro braucht Platz, um sich zu entfalten. Oh. Na, Raucherhusten? Nee. Das zählt auch unter Mobbing. Ach, Quatsch. So. Ja, und jetzt fange ich an zu weinen, weil ich Zwiebeln schneiden muss. Ja, die tun mir immer so leid. Die Hähnchenbrust bitte noch würzen. Ach ja, da war ja was. Stimmt, ich habe die andere nur gewürzt. Boah, dieser Spieß, der ist immer so elendlich laut. Der ist echt. Ich hab einfach die Lautstärke runtergestellt. Ja. Das mache ich dann nachher in der Aufnahme. in der Aufnahme beim Bearbeiten. Aber wenn du nicht direkt davor stehst, so wie ich jetzt, dann ist es nicht allzu laut. Ja, das stimmt. Wow, drei Gerichte steht schon. Heute sind wir fixer als gestern. Das wird. So, was fehlt denn noch? Die Suppe. Gibst du doch mal her. Anders Ding? Einmal Peter. Oh, wir brauchen bald wieder Petersilie. Ist nur noch ein einziger Dingens da. Bist am Brutzeln, ich hol Petersilie. Jo. Oh. 16 bis 21 Kunden jetzt. Oh, schön. Dann nehmen wir erstmal. Oh, ist es denn wahr? Ich hau schon wieder ohne ab. Diesmal sogar ohne bezahlen, ohne alles. Jo. Gut. Ja, die Petersilie. So, da ist ja eine Tomate. Ja, die ist noch nicht geschnitten. Die liegt da so ganz einsam und verlassen. Die muss noch geschnitten werden. Okay, dann mit. Wenn ich das Laufen nicht verlernt hätte. Okay. So, Tomate nach da. Okay, Kartoffeln müssen wir mal wieder ein bisschen schneiden. Mir übrig. Mhm. Wir könnten mal über ein paar Tische vielleicht nachdenken. Ja. Wenn es ins Budget passt, kauf einfach. Okay. So ein. Die stört sich immer einfach beim Essen, du. Ja, so. Oh.
Die beiden machen wir auch noch und dann ist erstmal wieder gut. Oh, ich höre schon das erste Geld. So muss das sein. Das war das ausgegebene Geld, glaube ich. Ach so, ja, stimmt. Dieses Katsching-Zeichen heißt immer, du hast Geld ausgegeben. Das kriegen wir doch hin hier. So. Wäre doch gelacht. Von den großen Schritten der 20 entgegen. Oh, ich denke. Das sollte dann erstmal reichen. Definitiv. Was ist leer? Der Kebabspieß. Oder? Ja. Der ist leer, gut. Einen haben wir noch. Einen können wir noch machen. Danach haben sie Pech gehabt. So. Grüne Paprika war das. Und blau. Tellerchen. Da. Ja. So muss das sein. So, Mülleimer steht hier vorne, ne? Sehr gut. Da hinten ist eh kein Platz mehr dafür. So, gegrilltes Fleisch ist auch bald alle. Es ist genau jetzt alle. Du kommst klar da? Ja. Soll ich dir helfen? Ja, mir ist nicht mehr zu helfen. Ja, gut. Okay. Da kommt schon. Da möchte jemand. Hey, noch möchte. Da, jetzt möchte jemand Steak. Na toll. Und es ist nicht fertig. Ja. Wenn man gleich damit anfängt, geht das. Ja. So, haben wir. Tomate. So. Ja, ich denke, was kriegen wir jetzt? Mat ist gleich soweit. Eins. Und jetzt das Ding. So, wie kommt das hin? Da. Nicht böse werden. Oh, der hat schon ganz roten Kopf gehabt. So ist das schön. Ein Level nach dem nächsten ballert uns hier um die Ohren. So muss das sein. Komme schon, komme schon, komme schon. Keine Angst. Ich kassiere bei jedem ab. 21 und 8 ist gar nicht so verkehrt. Er möchte Kebabspieß. Ja, bin schon da. Ach, das ist der, vor dem ich gekniet habe. Und immer dieselben Leute, die hierher kommen. Dann war es wohl nicht so verkehrt, wenn ich auf vorgekniet habe. Zumindest ist er wieder gekommen. Das bei dem gefallen zu haben. Ja, also das Wort würde ich in dem Kontext nicht verwenden. Dass er wiederkommen möchte, wenn ich vor ihm knie. So, Onkel, findest du deinen Platz noch mit deinem Spieß, bevor er kalt ist? Nee, der was steht jetzt noch bis nächste Woche.
Oh, einer kommt noch. Was will der haben? Ich hoffe, das ist doch schon Feierabend. Ja, der hat auch direkt wieder einen Pferdmarsch gemacht. Der ist gleich wieder raus. Hm. Ja, dann. Hä? Der Typ hier, der gegen den Tisch gerannt ist, ist Magier. Der war hier vorne und plötzlich hat er da hinten gesessen. Ja, das hast du ab und zu mal. So, da kommt einer. Nee, doch nicht. Nee, ist er zu. Ja, das sah gerade so aus, als wäre der hier reingekommen. Oder wollte der reinkommen? Und weil zu ist, ist er nicht mehr gekommen. Du hast unsere Kunden ausgesperrt. Ja. Du bist schuld, wenn wir 500 KS weniger machen. Das reicht. Mindestens. Ja, das reißt uns in den Ruin. Ich hab's Schild wieder umgedreht. Jetzt kommt keiner mehr. Jetzt ist der Tag vorbei. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Das stimmt. So. Wo fehlt noch? Oh, da fehlt aber viel. Wo sind die ganzen Teller hin? In der Spüle. Achso, die sind doch am Abwaschen. Ach, du hast gerade eingesammelt, ne? Hm. Du bist doch am Einsammeln. Müssten wir nochmal einen Spieß machen, ne? Oh, wir haben gar keinen Ribeye mehr. Nope. Dann würde ich da nochmal eben was besorgen. Jo, mach das. Ich räume in der Zwischenzeit ein bisschen auf. So. Ist alles gut, die kompletten. Angebot ist nix. Ach ja. Er guckt wieder nach Angeboten, der Pfennigfuchser. Ja, hier, kannst auspacken. Ich gehe weiter gucken. So, F natürlich. Rutsch mal ein bisschen beiseite, sonst kann ich nicht schneiden. Brauchen wir irgendwas an Gemüse? Warte, ich schau mal eben rein. Kartoffeln, irgendwas hat's gesagt, ne? Kartoffeln haben wir noch zwei ganze und hier sind 6 geschnittene. Okay. 6 rote, 4 grüne. Knoblauch. Ach ne, Knoblauch haben wir da unten noch ein bisschen was liegen. Ne, im Moment brauchen wir nichts. Gut. So. Dadurch. Milch und Butter ist auch noch da, ne? Warte, ich gucke. Ja, 5 Stück jeweils. Mhm. Huch, und das Messer auf den Boden fallen lassen. Die bringe ich nochmal mit gerade. So, jetzt das ein. Sehr gut. Bieten wir morgen nochmal Ribeye an? Oder wollen wir das jetzt nur für den Kebab lassen? Nö, können wir ruhig noch machen, oder? Müssen wir 5 Gerichte haben. Ja, ich guck. Ja, okay, wir haben. Oder Hähnchen halt, ne? Ja, wir haben nur noch die Hähnchenbeine dann. Ja, vielleicht haben wir mit Glück und morgen gibt es dann die Hühnersuppe. Das, ja, gucken wir. Können wir morgen gucken. Genau, schauen wir mal. Was haben wir denn hier jetzt noch drin? Ach, hier ist noch ein Ribeye drin. So. Okay. Weg. Gut. Mische hast du gemacht. Was habe ich gemacht? Mische. Also Hackfleisch, ganzen Gewürze rein und so. Ja. Nee, das stand da. Ich habe jetzt nur ein Stink gestellt. Ach so. Hm, okay. Ich dachte, das wäre fertig, Entschuldigung. Ah, macht nix. Mischt das hier unten noch. Ah, das geht nicht, das kann man nur reinstellen. Mist. Egal, machen wir morgen. Komm, mach's gleich, sonst vergessen wir's. Was ja, sagst du, Salz und Pfeffer oder was? Mhm. Genau, da muss Salz und Pfeffer rein. Und hier die unteren drei, das sind einfach nur volle. Ne, von den dreien, die oben sind. Genau. Alles sauber, ja, ne? Hier ist was. Ne, hier ist was. Was? Hier nicht. Oh. Das sauber machen gibt auch Punkte. Nein, war schon, ja. Ach, das ist ja knuffig. Oh, dann fett. Boah. Und eine Tür vom Kopf dort zugeknallt. Unglaublich.
Das war wahrscheinlich, weil du zu schnell warst. Und da bin Wo ich bleibt an eigentlich dir mein vorbei. Lohn? Für was? Fürs Arbeiten. Das musst du dir erstmal verdienen. Ja. So. Er chillt schon auf dem Sofa. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Ja, doch, 1,4. Haben wir? Ja, okay. 21 Gerichte waren es heute. Es wird Gut. Tomatenkebab. Ach, jetzt haben wir den Tomatengeber. Einfacher Hähnchen und gegrillte ja, Tomatenkebab. Also Hähnchenspieß machen wir nochmal, oder? Ja. Einfacher Kebab. Definitiv. Tomatenkebab. Und die Suppe auf jeden Fall. Suppe und Hähnchen. Hähnchenbrust oder was? Jo. Beine haben wir ja nicht mehr da. Holen wir auch erstmal nicht. Okay, Ribeye. Ach, siehst du, Ribeye haben wir gar nicht drauf gemacht. Aber ist egal. Das macht gar nichts. Für Hähnchenspieße. Hast du da das Ding noch im Kopf? Naja, aber kann ich mir anpinnen. Okay, ich pinne mir den Tomatenkebab an. Bei Hähnchenbrust kennen wir aus dem Kopf. Einfacher Kebab auf und Tomatensuppe ist auch easy peasy. Ja, also Hähnchenspieß. So. Salz, schwarzer Pfeffer. Wir haben keine zweite Schüssel, ne? Nee, Gut, brauchen wir aber nämlich. das ist. Tomatenkebab hat eine andere Würzung als ja, normale Kebab. Er hat nämlich Chili-Pulver drinne. Ach so, das Hähnchenspieß braucht auch Hähnchen und kein. Also, Hähnchenbrust, Salz, schwarzer Pfeffer. Und Chili. Nein. Kannst du mir auch mal ein Schwanzfett schneiden? Ja, legst du mir noch eins hin? Brauchst du noch ein Hähnchen? Achso, Schwanzfett. Hähnchen habe ich. Schwanzfett brauche ich noch. Dann müssen wir gleich ein neues holen. Ja. Okay. Eins nehme ich mir weg. Gut, dann hätten wir die Mische dafür fertig. Zack, zack. Tomatenkebab, da gehört natürlich auch Tomate mit drauf, ist klar, ne? Ah, wir haben keine Zwiebeln. Echt? Wir haben keine Zwiebel? Nö. Doch, die liegen Hatten noch wir. hier. Sind hier geschnitten. Ach ja, stimmt. So, Hähnchenspieß. Petersilienscheiben. So, beim Tomatenkebab gehört Kartoffel mit drauf. Kartoffel, dann was ist das noch? Zwiebeln? Und nur Kartoffeln und Zwiebeln. Okay. So. Das hier kommt erstmal hier unten der Kühlschrank. Machen wir gerade nicht. So, was hast du da? Du machst die Hähnchenbrust. Hähnchenbrust. Okay. Suppe? Okay, macht man das Ding? So, Petersilie ist drin. Machen wir das auch an. Und Papier. Was fällt denn jetzt noch? Hähnchenspieß, einfacher Spieß, Tomatenspieß. Ja, Suppe Dann ist da. fehlt der normale Spieß noch. Genau, der einfache Geber. Das war der untere. Genau. Dann gucken wir doch mal, ob wir gleich unsere Gäste glücklich machen können mit dem Essen.
So, Freunde, und während das hier einmal durchläuft, verabschiede ich mich von euch. Verabschieden wir uns von euch. Woody ist schwer beschäftigt. Attacke. So. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es nicht wisst, der Woody ist auch auf Twitch. Ihr könnt da auch gerne mal besuchen. Vielleicht erwischt ihr ihn ja, wenn er gerade etwas streamt. Gut, dann macht's gut. Bis morgen und tschüssi. Tschüss.